Hallo! So. Sorry, ich war gerade noch ein bisschen. Oh, warte mal. Alexa, Heizung an. Alexa, Heizung an. Ah, sehr gut. Ich mag übrigens deine Emojis Game gehen, ne? Ihr wollt ja ständig Giveaways. Alle, die gestern Giveaways gewonnen haben, die sind heute schon rausgegangen, ne? Nicht wundern, wie gesagt, ich schneide gerade eure Versandmarken zurecht, damit wir heute wieder schön Giveaways rausknallen können. Und ich den Versand schön von der Steuer absetzen kann. Die, die schon mal ein Paket gekriegt haben, kennen diese Marken. Die kann man ja selber bestellen und ausdrucken. Hier, diese sind das. Die sind immer auf den Paketen drauf, ihr kennt die. Ich habe gerade meine ASRock 6900 XT eingebaut, was für ein Riesen-Oschi. Ja, die 6900er sind allgemein alle ziemlich groß. Auch die Red Devil. Alter, die Red Devil wiegt einfach 2,4 Kilo, ne? Also ihr seht jetzt live, wie gesagt, wie ich eure Briefmarken schneide. Huhu, Asus TUF 6900 XT oder Asus ROG Strix 6900 mit Vacu. Für 50 Euro mehr, oder macht das keinen Unterschied? Nimm die Vacu für ein Fuffi mehr, hallo? Voll gut, wenn das Gehäuse passt. Wenn du ein gutes Gehäuse hast, wo das reinpasst, würde ich die nehmen. Wer sie gestern noch nicht gesehen hat, diese wunderschönen Flip-Flop-Farben. Rosa, grün. Rosa, grün. Gibt's heute wieder zu gewinnen. Ne, die ganze Fensterbank, ihr seht's hier hinten. Also ihr gewinnt nicht die Fensterbank, ihr gewinnt die einzelnen Dinger da. Soll ich eine RTX 3050 mit 11.400R oder 100 Euro mehr für RTX 3060, 100 Euro mehr für 3060 12.400F? Definitiv. Definitiv. Der kleine Marcel möchte bitte aus dem Spielparadies abgeholt werden. Ja, ja. Ihr wollt gar nicht sehen, wie das hier aussieht mit den ganzen Kartons. Ich habe hier so viel Scheiße rumfliegen. Wasserkühlung und den ganzen Rotz. Ey, meine Güte. Ja, du Arme, musst ja schon die 4090 Karten als Briefbeschwerer brauchen. Ja, ja. Ich bin auch kurz davor, die noch ein bisschen kleiner zu schleifen, wie sein Chili das immer macht mit dem Dremel. Ich habe das Bauer-Video gesehen, wo er die normale Founders Edition getestet hat. Die Sache ist die, er steht da ja und die Grafikkarten stehen ja ein bisschen weiter vorne am Tisch, deswegen sieht das auch so mega riesig aus. Und dazu kommt noch, Roman ist ziemlich klein. Ich habe ihn ja getroffen auf dem Asus-Event und der ist schon etwas kleiner, der Dude. Wirst du dir 4090 kaufen? Quatsch, nein. Ich spiele Dead by Daylight, ein bisschen Far Cry und Overwatch. Also, dafür brauche ich sowas nicht. Selbst die 3080 ist schon zu krass dafür. Die RTX 4090, wir haben uns gestern ausführlich... Alter! Hi, welches Netzteil brauche ich für eine RX 6600? Kannst du irgendwas empfehlen, was Preis-Leistung gut ist? Ja, kann ich. Aber Schokolade bei einer RX 6600. Gehen wir mal davon aus, du hättest ein 12.400F oder so. Ein Ryzen 3600. Ach, da reicht ein 500-Watt-Netzteil. Würde ich jetzt so nicht kaufen, aber es reicht ein 500-Watt-Netzteil. Geh auf ein 650-Watt von MSI zum Beispiel. 650-Watt. Oder du gehst auf ein Pure Power. Ja, hier so ein Pure Power... Oder hier 600 Watt, 79 Euro, irgendwie sowas. Aber kein System Power kaufen. System Power ist nicht so der Bringer. Genau, was Bondi gerade sagt, hatte Roman ja gut aufgeschlüsselt. Also maximal 5% weniger Leistung, ne? Der hat ja Spiele gehabt, wo es nur 2% und so waren. Mit 30% weniger Leistungsaufnahme. Das ist, was er auch schon gesagt hat, von Nvidia so ein Kack-Move. Ich weiß nicht, warum die das gemacht haben, ob die Angst vor AMD haben und noch das letzte bisschen rauskitzeln wollten. Ich meine, der Leistungszuwachs bei diesen Karten ist einfach enorm. Guck mal, ich verstehe, wenn Nvidia die letzte Generation zum Beispiel Ampere genannt hat, ja. Und diese Generation heißt einfach Ada Lovelace. Das hört sich an wie ein schlechter Porno. Ohne Halterung braucht man die gar nicht installieren. Nee, dafür gibt es ja die PC-Check-Halterung. Die sind ja nicht ohne Grund da. Die gibt es ja jetzt auch schon eine Weile. Bestimmt über ein halbes Jahr. Fühlt bei dieser Karte irgendwie ein, zwei Minuten. Dieses Gimmick mit dieser Wattanzeige finde ich so gut. Ist auch so gut gelöst. Winkelstecker drauf. Watt auslesen. Darf man hier auch Laptop-Fragen stellen? Ich bin bei Laptop-Sachen nicht so bewandert, aber frag mal ruhig. Könnte ich an Laptop generell auch LOL zocken, gleichzeitig streamen oder ein Gaming-PC ein Muss? Nee, ein Muss ist es nicht. Wenn du einen leistungsstarken PC hast, aber du gibst... Weißt du, das Problem ist bei Laptops, du gibst halt für die gleiche Leistung, die du beim PC kriegen würdest, mehr aus, deutlich mehr. Guck mal, was du hier gerade mal kriegst, der kostet 1,6. Du kriegst gerade mal eine 5600H-CPU mit einem 6600M. Das ist halt richtig Rotze, ne? Ah, guck mal hier. Hier haben wir einen 11.800H mit 3070. Guck mal, das ist doch eine Ansage. Aber bei Laptops hat man coole Zusatzfeatures wie Heizung oder die Thermal Shutdown-Benachrichtigung hier. Das hier wäre tatsächlich so einer, womit du streamen könntest, ne? Ich würde dir aber ganz stark empfehlen, dir zumindest einen zweiten Monitor zu holen, dass du doch den Stream und OBS und den Chat alles auf einem Monitor hast. Sonst wird das echt kacke, wenn du den Chat nicht beobachten kannst und Benachrichtigungen und so ziemlich spät siehst. Oder sagt der Chat was anderes? Haben wir hier richtige Kenner bei Notebooks oder laber ich jetzt Scheiße? Weil ich würde es von den technischen Daten her sagen, ist der schon nicht schlecht. Für 1,3. Kein wirklicher Kenner, aber solange man nicht plant, unterwegs zu zocken, lohnt sich ein PC deutlich mehr. Das stimmt. Ich habe ja auch eben schon gesagt, du kriegst für das Geld bei PC
schon bessere Sachen. Wobei 1.3 tatsächlich für eine 3070 und ein 11.800H und 16 GB RAM und eine 512 GB SSD, die jetzt auch nicht sonderlich viel ist, aber für den Preis geht's eigentlich, ne? So ganz random, danke für das mit Krotos und eben der Warnung über Mindfactory und so. Das ist ja keine Warnung gewesen. Mindfactory baut dir den PC für 150 zusammen. Das ist das, was ich immer sage in meinen Videos. Was halt da der Haken ist, dass du nicht volle Garantie auf das ganze System hast, sondern nur auf Einzelkomponenten, ne? Das ist ja keine Warnung. Mindfactory bietet's an. Bumm. Bei mir war heute beim ersten Start vom PC die Taskleiste Windows 11 verschwunden. Nach Neustadt war sie wieder da. Eine Idee, was da passiert ist. Ja, Satagess, das ist ein bekanntes Problem. Das ist tatsächlich ein bekanntes Problem. Schreib mal Sascha an auf unserem Discord. Der kann dir da weiterhelfen. Der hat nämlich schon mehreren Leuten, glaube ich, damit geholfen. Gibt es ein Programm, wo mir eine Temperatur angezeigt wird, weil ich will nicht alle Kerne sehen, sondern nur eine Temperatur von der CPU? Wird dir doch bei HW Info auch komplett angezeigt. Hier, bei HW Info hast du doch eine komplette. Klausi, du musst aber wissen, wenn sich Leute was für die Schule holen und das von den Eltern gesponsert kriegen, wollen die damit auch zocken. Na, musst du im Hinterkopf behalten. Ach, du bist live und ich frage mich, warum nichts mehr kommt. Ja, hatte ich auch gestern schon angekündigt, Schatz. Kein Papierkram. Ich war auch einkaufen übrigens, ne? Hier, wegen der Temperatur, ne? Du hast hier bei... Ah, das ist jetzt für euch ziemlich klein. Das kann man auch, glaube ich, nicht sonderlich viel größer machen. CPU gesamt wird hier angezeigt. Guckt mal, ihr müsst auch sehen, was ich immer ganz klar sage, was ihr euch auch wirklich merken müsst. Ich werde mich nie, und das könnt ihr gerne klippen und euch an der Wand hängen, werde mich nie mit einem Systemintegrator partnern, weil ich dann meinen Kanal zumachen kann. Es ist nur so, wenn Krotos pimmelt bei uns auf dem Discord rum und wenn wir eine Liste machen und wir schicken die Krotos, dann versucht er meistens unter den Preisen von Mindfactory oder auch Dubaro oder so zu bleiben. Dubaro hat teilweise Angebote, da hat er keine Chance. Das ist halt einfach so. Und wir kriegen dafür keinen Cent. Wir beraten euch, das kostet euch nichts. Und ihr kriegt dann halt einen Link von Krotos und Krotos verdient da seine Kohle dran. Da kriegen wir aber auch nichts von ab. Nicht, dass jemand denkt, wir vermitteln hier dauernd Krotos, weil wir den geil finden. Wir machen das einfach nur als Option für euch, damit ihr vernünftige PCs kriegt. Weil ich lese es immer wieder in den Kommentaren. Nee, du bist mit Dubaro gepartnert oder mit Krotos. Ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Ich bin nicht mit denen gepartnert. Welche Fertig-PC-Seite ist dein Favorit? Ja, Dubaro geht klar und Krotos. Hab noch jemanden gerettet und zu deinem Discord geschickt, der wollte bei MIFCOM für 4.000 € einen PC bestellen. Hatten wir jetzt vor kurzem auch, da war einer, der hatte, glaube ich, für 6.000 € bei MIFCOM einen bestellt. Den hat er aber wieder zurückgeschickt, weil die Wasserkühlung für den Arsch war. Die Wasserkühlung, die ich gewonnen habe, macht echt einen guten Job. Ist jetzt schön leise und kühl, top. Ja, Summit. Alter, hatten wir eine Rennerei mit Summit auf dem Server. Leck mich fett. Summit hatte Schiss, die Wasserkühlung, die er gewonnen hat, bei mir in den Videos, einzubauen. Und dann hat er geschrieben, wo müssen die Schrauben und so. Und pipapo, habe ich gesagt, lest die Anleitung. Er hat gesagt, ja, aber ich brauche die Backplate. Ich habe gesagt, lese die Anleitung. Na, hat das gemacht. Die Socken, die du jetzt siehst, habe ich mir in den Prime Deals geholt. Weil ich habe ja Arbeitsschuhe an mit Stahlkappe, die gehen ständig kaputt. Ich habe Socken gekauft. Also jetzt, wo du schon die Füße in die Kamera hältst, gibt es doch mal noch mal einen Hot-Tub-Stream? Nein. Aber wir gucken uns mal Memory-PC gerade allgemein an. Allein diese Gehäuse. Oh, Alter. Die können sich direkt mit Medion zusammentun. Ohne Witz. Ah. Unangenehm. 1.750 € in einem Backofen-Case. Ein 5.800X, okay, der ist nicht schlecht. Eine 3080 ist auch nicht schlecht. Ein B550 Gaming X ist nichts Besonderes. Ist aber okay irgendwo. Wir haben diesen SQ Tower 01. Den haben sie ja ständig. 7.800X, okay. Es ist ein Silence M504D Tower-Kühler. Hat eine TDP von 180 Watt. Das ist jetzt natürlich ein Top-Low-Kühler, ne? Klare Sache, ist nicht 1:1 der, aber der Lüfter an sich ist halt gleich. Aber immerhin 3200 MHz RAM, man weiß aber irgendwie nicht welcher, da müsste man gleich mal gucken. Die Grafikkarte ist eine 3080, 500 GB Kingston NV2, ja immerhin. 2 TB HDD, das Gehäuse ist Schmutz, ohne Windows. Sollen wir den mal eben nachstellen? Wir kommen auf Geizhals bei 1536 raus und hier 1749. Ist jetzt kein Wucher, sind 200 €. Geht auf jeden Fall besser. Also Dubaro hat mit Sicherheit für den Preispunkt was Besseres. Es ist nicht die übelste Abzocke, das ist schon okay. Jetzt mal auf die Schnelle geguckt. Gaming-PC, AMD Ryzen Gaming-PC. So, was haben wir hier für 1750? Hier, den hier. So, da kriegt ihr einfach mal ein 5800X 3D mit einer 6800XT. 16 GB RAM, 1 TB SSD, das gleiche Mainboard. So, Netzteil ist ein MSI 850 Vollmodular 80 Plus Gold. Und das sind Kingston 3200 Fury Beast. Die werden besser sein als der Aegis. Aber da sind wir ja sowieso nicht ganz sicher. Die Spatium wird definitiv besser sein mit ihrer Lese- und Schreibrate. Das Observatory, das ist qualitativ ein Rotz-Case. Das kann ich euch so sagen, wie es ist.
Ah ne, das hat keinen Mesh, das ist auch Kacker. Also das Gehäuse ist Kacker. Dubaro, das Gehäuse ist Kacker. So, hier haben wir diesen Pizmeet Gaming PCs mit einer 3060. Gucken wir uns den mal an. Alter! Zur Erinnerung, wir hatten gerade einen PC, der, glaube ich, 1750 gekostet hatte, der hatte einen 3080 drin. Und einen 5800. Es geht noch schlechter. Das sollen PCs für Content Creator sein. Ja, für Content Creator. Mit einem 5600X und einer 3060. Ja, du kannst damit Content machen. Aber du kriegst halt einfach auch schon einen 5800 und eine 3080. Chiquita! Nee, Tequila, oder? Tequila waren die Bananen. Tequila. 500 Watt Boostbox Power Boost. Nein. Nein, Leute. Nein, nein. Wir dürfen im Chat schreien. Nein. Ja, das 5000T kostet einfach 395 Euro, aber das ist auch ein Mordscase. Hätte ich auch gern hier stehen, tatsächlich. Oh, Kabelmanagement technisch ist das auch eine Bombe, Alter. Hier oben die Anschlüsse. Viermal USB und einmal USB-C ist auch nice. Wisst ihr, was da passiert ist beim Memory PC? Dann habe ich das Video gebracht. Es hat 3 oder 4 Stunden gedauert. Dann haben die reagiert. Und zwar hatte ich nämlich eine alternative Config bei Dubaro gezeigt. Und die haben die Config kopiert und für etwas weniger Geld angeboten. Ich meine, das ist gut für den Endkunden, natürlich. Aber es ist scheiße, wenn ich ein Video mache, die das Video sehen, weil sie wissen, da kommt was. Und nach 3, 4 Stunden ändern sie die Config, so wie ich das dann sage in den Videos. Und dann hat keiner was gewonnen. Dann klicken die Leute bei mir in der Videobeschreibung auf den Link, wollen sich davon überzeugen, dass das System echt so kacke ist. Und dann steht da ein ganz anderes. So sind die nämlich drauf. Oh no! 5500 mit einer RX 6700 Non-XT Sapphire. Ist actually gar nicht so scheiße. Die haben es mit Meshfront. Also scheinbar können sie es ja, aber machen es nicht. Wollte mich nochmal für meinen Preis bedanken. Ja, kein Thema. Aber dass ich wieder das Glück habe und einen Österreicher treffe, gewöhnt es euch bitte an, wenn ihr mir Adressen schickt, dass ihr eure Vor- und Nachnamen hinschreibt. Ich kann da nicht hinschreiben, blaue Tulpe im Adelsweg 3 oder so. Das funktioniert nicht. Was machen die ganzen Österreicher? Ja, keine Ahnung. Übrigens, das ist Rain. Wenn ihr eine Grafikkartenhalterung wollt, schreibt ihn an. Jetzt mal ohne Flachs jetzt, ne? Wir haben ja eben auf Memory PC geschimpft, ne? Aber das System für den Preis kann man machen. Mitbekommen, dass die RTX 4090 restlos ausverkauft sind? Ne, die kriegst du noch bei Asus, kriegst du sie. Wir haben eben noch nachgeguckt. 3 Tage Lieferzeit. Okay, hat sich erledigt, Daniel. Hast recht, ist weg. Scheiße. 2,5 kostet die einfach. So, wir schauen mal. 6900 XT, gute Grafikkarte. Klare Sache. Seasonic Focus, 850 Watt. Z690 Gaming XD4 habe ich selber. 13700K kann man machen. Das Pop XLR, das hatten wir jetzt schon öfters mal gesehen. Das ist ganz okay. Der Vengeance LPX, ja, ist auch in Ordnung. Die Crucial P3, ja, kann man machen. Und Fractal Celsius S36 Dynamic kenne ich tatsächlich gar nicht. Also, soweit die Liste technisch stimmt, sie. Ab heute kann man endlich die Grafikkarte RTX 4090 kaufen. Welche Konfiguration empfiehlst du jetzt für einen High-End-Gaming-PC? Da habe ich was Gutes für dich. Damit kannst du fast jedes Game in allerhöchsten Einstellungen zocken. Also, welchen Prozessor empfiehlst du? Intel i7 12700F. Arbeitsspeicher 32 GB DDR4. Netzteil 1200 Watt. Mainboard Z690. Speicherplatz 1 TB SSD. Da muss ich die Musik auch gerade mal auslassen. Das muss man erstmal verdauen. Wir sperren jetzt keine Leute, Leute. Ey, da will ich meine Punkte wieder. Ihr kriegt eure Punkte wieder auf zu heulen. Du hast eh genug Kohle. Daniel, ich habe dir das Mauspad angeboten, dass ich es dir zuschicke. Und du hast gesagt, nee, ich habe so viele Mauspads hier, das brauche ich jetzt nicht auch noch. Das hast du gesagt. Du hast mein Mauspad verschmäht, so wie deine Freundin dein Essen verschmäht. NZXT H511 Flow. Okay, das Flow ist okay. 12400F ist auch okay. Der Pyrox Slim 2 ist auch okay. Der B660 Gaming X ist auch in Ordnung in der Config. Der RAM ist auch in Ordnung. Die SSD ist auch, ja, okay. Grafikkartentechnisch haben wir eine Nvidia 3060 Ti. Das 600 Watt Quell Pure Power passt auch in dieses System. Also der PC war jetzt okay bei Dubaro, aber die Windows-Geschichte würde ich halt nicht machen. Die Windows-Geschichte würde ich auch nicht machen. Ja, du hast ja schon Erfahrung damit gemacht, ne? Lizengo. Oh, ich habe meinen Eistee noch im Kühlfach. Warte mal. Oh, oh. Seht ihr das? Da passiert nicht mehr viel. Scheiße. Oh oh, da ist Druck drauf. Mir fällt gerade ein, Lexi kommt gleich nach Hause und ich habe noch nicht angefangen, was zu kochen. Ich guck mal eben, dass ich schnell was in den Ofen schmeiße, sonst kriege ich Haue von Frauchen. Okay, vergesst es. Ich muss gleich so anfangen zu kochen. Wir haben da nichts in der Gefriertruhe, was man irgendwie schnell reinschmeißen könnte. Mach mal einen Kochstream. Nein, ich mache keinen Kochstream. Weißt du, wie meine Küche aussieht? Schnell Döner bestellen. Alter, Silk Gaming,
Ey, beim Dönermann bestellen. Beste Idee. Wie gut. Welche möchtest du? Die grüne hat den besseren Effekt hier so. Also, wir haben hier einen Hardware-RAD-PC. Gucken wir mal an. Also, Intel Core 12700F auf einem MSI B660A-Board mit einem Silencio PC Fortis 5. Das funktioniert. 3600 MHz RAM, 2x16 GB passt auch. Eine 1TB Samsung 980 ist auch in Ordnung. Eine RTX 3080 ist auch okay, aber da wisst ihr natürlich nicht, welche ihr bekommt. Ein 750 Watt 80 Plus Gold Silencio PC Supremo FM2. Netzteil ist also soweit in Ordnung. Windows 11 Pro ist mit dabei. Das Case ist natürlich, ist Geschmackssache, ne? Aber der PC an sich scheint ganz vernünftig zu sein. Ob 1.8 gerechtfertigt sind, weiß ich nicht so recht. Müsste man jetzt nachstellen bei Geizhals. Oh, ich dachte, du bist später da. Das ist das Geile an Just Chatting. Kannst du dich einfach hinsetzen und fressen. Und keiner ist dir böse. Das ist richtig gut. Richtig relaxed. Guck mal, mein T-Shirt. Ist das nicht süß? Das ist an Snoopy angelehnt, wie er eigentlich dieser Hund auf der Hundehütte liegt. Einfach mit Pikachu. Der Pokéball ist sehr groß. Alter. Der hat jetzt eine Sekunde gedauert, aber du bist ein richtiger Wichser, weißt du das? Der Ball wird je nach Bierkonsum auch immer größer, ja. Das ist sowieso, das ist wie Toast essen mit Nutella, mit oder ohne Butter. Ich bin Team ohne Butter. So, wir haben hier einen Systemtreff-PC reingeschickt bekommen. Ein 12700F mit einer 4090. Aber 500DX ist ja kein schlechtes Gehäuse, das ist okay. Dieser Luftkühler auf dem 12700F. Aber in dem Gehäuse könnte es sogar funktionieren tatsächlich. Z690 Gaming X, okay. 32 GB RAM. Ne, ach du Scheiße. Alter, CL22 RAM, was kostet der Spaß? 26 Euro, einer. Eine Tante Käthe, was da, Schmutz, ganz genau. Stück Salami. 1200 Watt Netzteil haben wir hier noch drin. Warum auch immer. Eine M2 1TB bei 3600 Euro, Wahnsinn. Eine 1000 GB HDD, wurde eben schon gesagt. Ihr habt einmal einen großen Posten, 35 Euro für 1TB. Und jedes weitere Terabyte kostet ca. 15 Euro. Da würde ich doch mindestens 4 reinschmeißen, oder? Windows 11 ist dabei, Standardbearbeitung 3629 Euro. Minecraft kann das zum Beispiel sehr, sehr gut. Minecraft kann sehr gut 32 GB RAM auslasten, das funktioniert. Reichen 16 GB für Stream und Fortnite? Ja. Was zur Hölle ist das denn? Gaming-PC Extravaganza. i5-12600K mit einer 3080 Custom Vacu plus Mora. Käthe, hast du die Preise im Kopf? Was kostet der Mora? Kommt auf die Größe an. Ja, das ist ja jetzt hier der fette Mora. Nur Radi ca. 200. Das Ding ist Mora. So, Rockstrix Z690i Gaming Wi-Fi. Okay, 12600K, eine Zotac 3080 Trinity, Corsair Dominator Platinum DDR5 5200, nur CL40. Die Samsung 970 Evo Plus, ja, das haben sie richtig gemacht. Lianli SP 750, Kostenwasserkühlung mit Mora und Komponenten von EK Waterblocks, Watercool und Aqua Computer. Das System an sich, von den technischen Specs her, okay, aber der Preis ist halt so krass. So, jemand hat das hier reingeschickt. Das soll ein Upgrade-PC sein. Ein 13700K. Ja, kann man so machen. Aber CL40 ist kacke. Oh, guck mal, der hat 6000, CL32. Ich habe euch vor dem Release, schon 2 Monate zuvor, habe ich allen Leuten gesagt, ihr könnt von mir aus auf die neuen Nvidias warten. Da waren die Preise auch noch nicht bekannt. Da habe ich gesagt, ihr könnt drauf warten. Stellt euch drauf ein, sie werden teuer. Es wird wie immer ein Paper-Launch von Nvidia. Es werden wenige zur Verfügung stehen und dann wollt ihr unbedingt einen PC und müsst doch wieder auf die 30er-Reihe und die 30er-Reihe wird dadurch automatisch wieder teurer, weil die Nachfrage steigt. Und man siehe da, nichts verfügbar. Release war da, nichts verfügbar. Ich hab's euch gesagt, ich will kein Klugscheißer sein, aber ich hab's euch gesagt. Es ist halt einfach so. Jesus, Maria und Josef, was hat Thermaltake denn da gemacht? Oh, dieses Schmutz-RGB-Netzteil da unten drin, wenn ich das schon wieder sehe, ne? Was soll der Scheiß kosten? 200 Euro. Aber für 200 Euro finde ich das jetzt nicht so schlecht. Dreht sich das Gehäuse, wenn die Lüfter in Gang kommen? Ne, das dreht sich nicht, das hebt ab. Game Machines, da kann ich euch eine kleine Story zu erzählen. Game Machines wollten mit mir eine Partnerschaft. Die haben meine Videos gesehen, haben mich angeschrieben, haben gesagt, sie wollten doch gerne eher mit mir eine Partnerschaft machen, pipapo, bla bla. Und ich hatte ja da schon vorher Anfragen von Krotos und so. Und da habe ich mir gedacht, ja, ich mache ja eh keine Systemintegrator-Partnerschaften. Aber guckst du dir das mal an. Und dann habe ich mir das angeguckt. Meine Fresse, haben die Rotzkisten. Das ist unfassbar. Es ist unfassbar, was die für eine Scheiße verkaufen teilweise.
bin ja mehr so der Konfiguration, so ein Hardware-Typ und Tante Käthe geht richtig in die kleinen Details rein und so und beschäftigt sich auch tagtäglich damit, weil da bin ich tatsächlich nicht so im Game. Bundle, Asus ROG Strix LC, also die Liquid Cool 6900 XT, als ich mir die 6700 XT gekauft habe, 1000 Mal angeguckt. Die war mal irgendwann bei 1200 oder 1300 Euro, ich wollte die unbedingt haben. Die ist schon geil. Kostet 750 via Rabattcode. Ey, für 750 ist es echt ein guter Deal. Deine Meinung zu Mediamarkt PC-Schmutz. Darf man Lüfter bei einem Fertig-PC nachrüsten? Ja, die Garantie bleibt. Endorphi? Ja, Silentium-PC wurde jetzt umgelabelt. Heißen jetzt Endorphi. Ich weiß nicht, ob die gekauft worden sind oder so, aber Silentium-PC heißt jetzt Endorphi. Ich gebe euch mal einen allgemeinen Tipp übrigens wegen Mäusen. Egal, ob ihr kabelgebunden nehmt oder wireless. Geht in einen Laden. Mediamarkt, Saturn, Euronics, keine Ahnung. Legt eure Hand, die Mäuse sind ja da ausgeschaltet. Legt eure Hand da drauf, danach bitte desinfizieren. Aber legt eure Hand da drauf und guckt, ob sie euch passt. Von der Größe her und so. Wirklich, ist der beste Tipp, den du machen kannst. Gehst in den Laden, guckst, so, und dann kaufst du die online bei Amazon. Dann bist du fertig damit. Oder irgendwo anders, keine Ahnung. Aber die G502 hat mich so krass überzeugt. Und wenn die dann, sag ich mal, alle 3-4 Jahre kaputt geht, weil ich so wie so ein Ömmel, wenn ich Hanzo spiele bei Overwatch, da drauf drücke bis zum geht nicht mehr, weil ich denke, der Bogen spannt dann mehr, was er nicht tut, aber so fühlt es sich an. Und ich alle 3-4 Jahre eine neue brauche, dann mache ich das. Dann gebe ich 35 Euro aus und knall mir die nächste da hinten. Oh, ein Helios mit einem ROG Thor-Netzteil. Boah, das ist aber auch eine Disco, leck mich am Arsch. 2000 Euro ist actually ein gutes Angebot. Guck mal, das kleine Ding hat früher gereicht, um die Dinger zu kühlen. 9400 GT steht da auf dem Strichcode. Ist ja auch egal. Das waren die Karten früher. Ey, die Platine von der 4090 ist auch nicht viel größer. Aber der Kühlkörper, Alter, so ein Teil. Li Qiang, Computertasche. RTX-Spieletasche, Panzerform, Unterstützung des RTX-Motherboards. Da ist sogar vorne ein Display drauf. Hier vorne sind die Anschlüsse. 400 Euro. Oh. Du schaust weniger Schwabbel aus. Das macht mein T-Shirt. Und das Pikachu. Ich meine, eben wurde mir schon gesagt, der Pokéball hier sei ziemlich groß geworden. Huch. Sag mal deine Frau, dass sie dir Follow-Emotes machen soll. Ich will einen Nash, der den Pudding badet als Emote. Kriegen wir hin. Bau auf eSports und AAA-Games run like a dream on the RX 6700 XT. Erstmal alles auf Englisch vorlesen und die Zahlen auf Deutsch. Perfekt. Neshi, du bist der Beste. Kommt zur Telekom? Nein, Leo. Ich merk schon, Leo fängt jetzt, glaube ich, bald bei der Telekom an. Das wird so ein richtiger Soldat für die. Der schreibt auch ständig im Discord so, erleben, was verbindet und so. Telekom ist teilweise auch Rotze. Also, hör auf mit dieser scheiß Werbung. Das ist Daniels Glaskugel, wenn er irgendwas voraussehen möchte oder so. Wird Zeit, dass du mal RGB-Gedicht für Daniel machst, aber mit Sicherheit nicht. Bei mir ist alles schwarz. 1225 Euro, Preis-Leistungs-Gaming-PC Nvidia. Also das SG1 TG ist okay, das Prozessor auch, die Grafikkarte auch, der RAM ist auch völlig in Ordnung, das Board ist für den Arsch. Nimm Gaming X, ja? Also müsste eigentlich auch ins Gehäuse reinpassen, da muss ich aber nochmal eben gucken, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Das ist das mit Krotus, diese Micro-ATX-Scheiße, ich weiß nicht, was das soll. Ja, ATX passt rein. So, also Full-ATX Gaming X-Board nehmen. Intel Box Kühler würde ich auch nicht nehmen. Und das Netzteil. Wisst ihr, das ist wieder so eine Config, wo ich sagen muss, nee. Also das ist der Grund, warum ich mich auch nicht mit irgendwelchen Systemintegratoren irgendwie partnern würde. Also das ist echt so ein Punkt, wo ich sagen würde, das ist ein System, das würde ich nicht kaufen. Und die habe ich auch ganz viel zu verdanken, PC-Check. Danke, danke. Bei 2-Riegel-Config gibt es selten Probleme mit XMP. Ich hatte auch, also bisher alle PCs, die ich so gebaut habe, wo ich einfach XMP aktiviert habe, hat funktioniert. Also sei denn, der RAM an sich war faulty. Das kann natürlich passieren. Aegis zum Beispiel. Sascha hat völlig recht. Wenn wir Krotus eine Liste schicken, macht er meistens ein gutes Angebot. Da liegt er in diesen 150 Euro Range von Mindfactory. Trotzdem ist Dubaro jetzt in dem Fall von der Grundkonfig her viel, viel besser. So, ich lese mir gerade die Kommentare durch von dem aktuellen Video. Mache ich ja immer. Seht ihr auch, ich gebe ja öfters diese Herzchen und so. Warte derzeit noch auf 13.900K, wie die Preise bei Z790 Ports sind und ob sich was nach dem Release von RDNA 3 tut, was ich aber nicht glaube. Ich glaube, der verschätzt sich gerade ein bisschen. Ich glaube, wenn AMD nachlegt, könnte auch gut werden, tatsächlich. Den wird es demnächst in meinen Videos zu gewinnen geben. Den AK400 Zero Dark Plus. Der ist jetzt erst diese Woche erschienen. Wurde mir zugeschickt, soll ich testen. Mache ich natürlich. Und da gibt es noch was anderes Cooles. Ich habe Dubaro angefragt und habe Dubaro gefragt, ob sie mir einen 12.600K, einen 12.700K und ein passendes Board dazu stellen würden, was ich natürlich wieder zurückschicke, um das Ding hier zu testen. Und da sagte Kai, ja, machen wir.
Und dann gibt's jetzt von Shakun noch Sachen zum Reviewen und die kriege ich auch doppelt, also zwei Gehäuse dann immer, dass ich dann dementsprechend immer eins verlosen kann. Das hatten wir auch schon öfters hier im Stream gesehen und da konnte ich ja nie viel zu sagen. Einmal das hier, nice gesetzt, nettes Sponsoring, ja auf jeden Fall. Ist ja für euch auch geil, ich kann's halt raushauen, ne? Einmal das hier, dieses Case mit Meshfront, aber das kriege ich dann auch doppelt, also das heißt, ich kann wieder eins verlosen. Die hatten irgendwie Bock, keine Ahnung warum. Shakun schickt mir noch was. Und zwar die SGK 50 S4, eine 60% Tastatur. So, und dann wollen sie mir noch was schicken. Die hier, diese Maus, die Lite hoch 2, 180, keine Ahnung. Ich hoffe, das Kabel ist lang genug. Guck mal hier, das ist von Asus. So ein Tester und da habt ihr die verschiedenen Keycaps und so weiter und dann könnt ihr dann, beziehungsweise hier diese Mechaniken, diese Switches, und dann könnt ihr da drauf drücken und dann bekommt ihr ein Gefühl dafür und hört auch, ob die klickern oder eben nicht. Ist ganz geil. Naja, auf jeden Fall wird es viel, viel Content und viele, viele Giveaways geben. Alter, Core i9-12900KS mit einer 4090, 64 Gigramm, 2 TB HDD, 2 TB SSD und eine Wasserkühlung. Für 6.299 Schlappen. Wollen wir mal gucken. Also, CPU ist klar. Die 360er Wasserkühlung von Boostbox ist eine umgelabelte Cooler Master. So. Die Boot-SSD ist eine Kingston mit 7.000 MB Lesen und Schreiben. Perfekt. 64 GB DDR5 RAM. Dual-Channel 5.200 MHz. Und da fängt schon wieder an. Ja, die 4090, welche wir da genau kriegen, wissen wir nicht. Inklusive GeForce Experience, weißt du? Als wenn das irgendwas Besonderes wäre. Meine Fresse. Das Mainboard ist ein Carbon Wi-Fi. Z690. Ja, okay. Aber der Preis, ne? Ah, sollen wir das mal durchjagen? So geizhalstechnisch? Ich müsste eigentlich. Also, Kai, passt auf, das kommt noch was. Kai, der Chef von Dubaro, sagte, dass er mir gerne mal ein System zuschicken würde zum Testen. Okay. Mit einem Ryzen 7950X und einer 4090. Und den soll ich testen. Ja, den muss ich natürlich wieder zurückschicken. Nicht, dass ihr denkt, ich kriege den jetzt so geschenkt. Den muss ich wieder zurückschicken, ist ja kein Problem. Nur den soll ich zum Testen wohl kriegen. Und da sagt er, da hättest du zwei neue Technologien. Mach einfach mal. Hat er mir gestern bei WhatsApp so... Voll geil. So, jetzt haben wir hier zweimal die Kingston KC3000. Den 12900KS, der RAM. Eine Grafikkarte, die kostet jetzt 2,3, okay. Das Carbon Wi-Fi Board, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil. Jetzt ist natürlich die Maus und die Tastatur nicht dabei, rechnet von mir aus noch 30 Euro drauf. Bei 4,7 sind wir dann. Und Windows, ja, okay, und Windows. 6.299, danke Frosty. Von V-Power, guck mal, der ist schlau, der schreibt wenigstens seinen Namen dabei. Kingston NV1 in Ordnung, 12.700KF in Ordnung. Der RAM in Weiß, auch okay mit 3.600 MHz. Die Grafikkarte, haha, eine wunderschöne Grafikkarte. Das ROG Z690A Gaming brauchst du bei dem Prozessor? Doch, brauchst du. Ist gut. Also, was heißt brauchst du? Ist gut, dass du es genommen hast. Die Unifan sind geil. Ja, klare Sache. Schätze mal, er tauscht die Corsair-Lüfter gegen Lian Li. Wo ist denn V-Power überhaupt? Da ist er doch. Wollte komplett Lian Li gehen. Ach, du willst dann die... Ah, okay. Oh, Entschuldigung. Das war genau, Adrian. Das war einfach Reflex. Also, Black Friday-Angebote, Dubaro... Schauen wir mal. So, die Streamer-Kabel, das ist Optik, da brauche ich nichts zu sagen. Hier sollte eine Lian Li Galahad rein und ein SFX-Netzteil. Bumm. Alter, hallo. Hallo. G900. Wir haben 4000 DR Flow. Aha, okay. 7700X, okay. B650 Euro Elite X, auch okay. 4090, natürlich. Eine Palette Game Rock, die hat auch gerade Dubaro. So, 32 Gig, 5600 MHz. Ja, okay, ist nicht ganz so schlimm. Also 6000 hätte mir noch besser gefallen. 5600 ist aber okay. Eine 89 Pro, wer es braucht. 1 Terabyte ist natürlich sau wenig. Eine 1000 Watt Corsair AMX Series, 80 plus Gold ist auch okay. Eine 240er Wasserkühlung auf dem Prozessor dürfte auch noch gut funktionieren. Wobei das eh Hitzköpfe sind, die kriegst du eh nicht gescheit runtergekühlt. Also das kann MIFCOM halt. MIFCOM macht, die haben auch Ausreißer, gar keine Frage. Aber MIFCOM macht gute Configs, die aber leider zu teuer sind. Hier ist ein Hardware-Rad-PC, der wurde auch schon von einer ganzen Weile reingepostet hier, ne? Also, Ryzen 5600 Non-X ist okay. Der Arctic Freezer A13X, den müsste ich mir tatsächlich mal angucken. Der sieht ja süß aus. Keine TDP-Angabe dabei. Okay, wird wohl reichen für den 5.6er. Ein B550 Gaming X ist okay. 3600 MHz RAM, 16 GB ist auch okay. Eine 1 TB Fast-Ruhe MS150 ist auch okay. Die Grafikkarte ist in Ordnung. Das Netzteil, ja, das sind diese Silentium-Dinger. Die kriegen sie halt relativ günstig in den Arsch geblasen. Krux Odys-Gehäuse. Was ist das denn? Meshfront ist aber nichts Besonderes, halt einfach ein Case. Windows 11 ist auch mit dabei, wobei man es bei dem System nicht mal mehr braucht, aber für 1119 Euro.
Klar, ist jetzt kein Intel 12400F oder so, aber preislich gesehen bestimmt interessant. So, wir kommen jetzt beim Hardware-Rad-PC. Wenn wir jetzt hier schauen, kommen wir raus bei 1065 und er nimmt 1119. Sieht ja aus wie so ein halbes Triebwerk hier. Und ich wollte gerade sagen, guckt mal, da steht mit Mesh-Seitenfenster. Und ich denke mir, ja, mit Mesh und Seitenfenster. Nee, das ist ein Mesh-Seitenfenster. What the fuck, das habe ich noch nie gesehen. 107 Zuschauer, ja, ist nice. Finde ich gut. Twitch-Partnerschaft incoming, Kappa. Alter, wenn ich im Jahr 100.000 Euro verdiene, dann kannst du mir doch am Arsch vorbeigehen, ob sich Twitch dann danach noch die Hälfte wegschnabuliert von den neuen Subs, die noch dazukommen. Weil, wie gesagt, wenn es nach mir ginge, könnte der Stream komplett werbefrei sein, wirklich. Also, ich hatte 5 Weisheitszähne. Ich hatte 2 unten, 2 oben und einer, der quer drüber gewachsen ist. Ich, nur mal so, kurze Story. Ich komme da hin und dann sage ich, ob ich eine Vollnarkose haben könnte, weil ich dieses örtliche Betäubung, ich kann es nicht haben, wenn da einer rumwurschtelt und irgendwie an meinem Kiefer rum. Also, ja, okay. Dann sagten sie, ja, nee, wird von der Krankenkasse nicht bezahlt, es sei denn, sie haben irgendwas Besonderes, wo dann eine Vollnarkose wichtig wäre. Ja, okay. Röntgenaufnahmen gemacht, komme raus, ja, wir gucken uns die eben an. Auf einmal sagten die, Glückwunsch, sie haben eine Vollnarkose gewonnen. Ich so, warum? Ja, sie haben 5 Weisheitszähne. 2 unten, 2 oben, einer, der quer drüber wächst. Ich denke mir, geil. Alter, hatte ich Action damit. Leck mich fett. Aber ich war happy über die Vollnarkose. Verkauft er nicht mehr benötigt. Aerocool Strike X plus 4 Lüfter. i5-7600K. Z270 Mortar. Be Quiet Dark Rock Pro 3. 16 GB Digital Rift Jaws 5. 3200 MHz, 1060 6G, 128 GB SSD Kingston, 1 TB HDD für 750 Euro. Kann er behalten. Gucken wir uns auch mal an, hä? Oh, schönes Gehäuse. Herrlich. Farbe schwarz, Prozessor, das hat er irgendwo rauskopiert. Am besten geeignet für Spielen. 16 GB RAM, das hat er irgendwo rauskopiert. Guckt euch mal auch die Formatfaktor an. Eine 1080 SLI, zweifach. So, wir haben einen GTX 980. So. Hallo Leser und potenzieller Käufer. Oha, oha. Ich verabschiede mich von meinen Gaming-Zeiten, da ich keine Zeit mehr dafür habe. Der Rechner beinhaltet folgende Komponenten. 5600X, ein Arctic Freezer 34 eSports Duo Grau. Das ist ein guter Kühler für den Prozessor tatsächlich. Eine GTX 89, eine SanDisk SSD Plus, also eine 2,5 Zöller. Patriot Viper 4, Blackout Dimkit 16 GB. Ein Pure Power 500 Watt, ja gut, für die Config reicht's. ASRock B450M Pro 4, ja. Das 110R, okay. Und Windows 10. Der Rechner ist neu aufgesetzt, falls ein erneutes Aufsetzen erfolgen soll, gebe ich den entsprechenden Lizenzgeber für die Installation von Windows 10 Pro mit. Alle notwendigen Kabel sind natürlich dabei. Natürlich weist das ganze gesamte System keine Mängel auf. Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung, beantworte ich auch so schnell wie möglich. Wenn Interesse besteht, kann ich noch mehr Fotos zukommen lassen. Danke für das Lesen bis hierhin. Besteht kein Interesse, wünsche ich dir noch einen angenehmen restlichen Tag. Alter, der hat mit diesem Text hat er die komplette Elo von eBay Kleinanzeigen mal eben auf ein neues Level gebracht. Ist nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Hier wurde gerade das hier reingepostet. Der Traum eines jeden Mädchenzimmers. Das auffallend pinke Gaming-Gehäuse erstrahlt zusätzlich mit mehreren Beleuchtungsstreifen in der Front. Diese lassen sich auf jede Wunschfarbe einstellen. Aha, nur für Mädchen also, ja? So, das ist nur für Mädchen. Und was, wenn mir das jetzt gefällt? Darf ich es mir dann nicht kaufen, oder was? Hä? Nein, darf es nicht. Excuse me, wir haben 2022. Nein, im Ernst. Ich gebe auf diese Scheiße nichts. Mikro-ATX, schon wieder verloren. Tschüss. Leo fängt jetzt bald bei der Telekom eine Ausbildung an und ist schon so gebrainwashed worden, dass er Telekom in höchsten Tönen lobt, wobei die auch viel Scheiße machen. Wir hatten hier vor kurzem eine, die wollte von ihren Bekannten bauen lassen. Die hat selber noch nie gebaut. Das war ein Mädel, die ist, glaube ich, 22 oder 23. Die hat es selber gebaut und dann war die richtig stolz, als sie es fertig gekriegt hat. Ich habe ihr die Config gemacht und die hat selber gebaut. Und zack, war das Ding durch. Habt ihr mein T-Shirt schon gesehen? Kennt ihr die? Was ist der Unterschied zwischen einer mechanischen und einer normalen Tastatur? Hatten wir gestern erst das Thema. Übrigens an alle, die aus Österreich kommen. Ey, ich habe gestern habe ich ja ein Giveaway gestartet. Ein Giveaway habe ich gemacht. Eins. Gestern. Eine Grafikkartenhalterung. Ratet mal, wo der Typ herkam, der das Ding wieder gewonnen hat. Natürlich aus Österreich. Wenn er jetzt ein Ehrenmann gewesen wäre, ich habe ihm USB-Sticks von PC-Check geschickt mit dem Logo drauf. Selbst Kreativ-Ecke hat auf seinem Instagram-Post und in seinem Short, glaube ich, den Stick von mir drin gehabt, wo man das Logo sieht, wo er auch gerade am Installieren war. Wenn er jetzt ein Ehrenmann gewesen wäre, hätte er meinen Stick genommen. Die Sau. Könnt ihr euch alle mal treffen? Jemand filmt das für uns? Wäre super interessant. Monty, Kreativ-Ecke, Hardware-Deals in Chile. Nee, das wird es nicht geben. Die ersten beiden Namen, die du genannt hast, werden sich nie im Leben mal irgendwie treffen.
Ich habe aber irgendwie die Eigenschaft, dass ich ständig, wenn ich mir mal abends hier einen Becher, also wenn ich jetzt einen Freiblock habe und mir dann abends mal einen dübel, dass ich dann mein Bier im Eisfach vergesse. Und am nächsten Morgen wache ich auf, gucke da rein und denke, lecker, Lutschbier. Wir haben hier auf dem Discord ein Ticketsystem. Da könnt ihr hier eine Config-Anfrage machen und hier ein Ticket öffnen. Und dann unsere Mods oder ich persönlich eben helfen euch dann dabei. Ne? Also ihr könnt hier durchaus immer anfragen. Hier sind auch ein paar Tickets offen. Ich kann jetzt nicht irgendein PC da reinposten und weiß nicht, was du spielen möchtest und so. Das ist immer sehr, sehr schwierig tatsächlich. Kommt zur Telekom, komm auf die dunkle Seite der Macht. Nein, mach ich nicht. Nash, einfach mal den neuen Tab Pornhub ausmachen. Nein, daran liegt das nicht. Und Pornhub macht auch keine Upload-Geschichte. So, wir haben hier den... Alter! Shakun Elite Shark CA300H. Ein i9-13900KF. Eine RTX 4090. Hier sollte natürlich nicht welche. Die Ripjaws 3600... DDR4. Ein 4200-Euro-System mit DDR4. Und nur einem Gaming X. Meine Fresse. Gut, das liegt natürlich auch an der Grafikkarte, aber finde ich trotzdem heftig, dass das so konfiguriert ist. Immerhin eine 2TB SSD, die Arctic, die muss auch da rein und die 1000 Watt Netzteil, ne, immerhin. Also passt auf, ich zeige euch mal kurz was. Und das macht die ganze Thematik jetzt schwierig. Wir haben jetzt hier alles nachgestellt, soweit. Die Problematik liegt jetzt hauptsächlich an der Grafikkarte, denn die Grafikkarte hatte mal einen Preisdrop von 2159. Dann war sie mal wieder bei 2,4, dann war sie hier bei 2,5 und jetzt pimmelt die irgendwo bei 2,6 rum. Gellet selbst sieht vor allem Kryptominer und Enthusiasten als Zielgruppe. Welcher Enthusiast knallt sich denn ein 6000 RPM-Lüfter ins Case? Und der Xtreme macht 500 bis 6000. Push-Pull auf... Ey, man müsste echt zwei Stück davon bestellen und die auf den AK400 klemmen. Boah, Junge. Ja, Eddie, wenn du die bei dir ins Gehäuse reinpackst, Alter, einen vorne, einen hinten, dann fährt dir das Gehäuse hinten durch die Wand. Ihr müsst mal überlegen. Roman muss mit seinem Team ein Tool entwickeln, womit du die Dinger, wenn du die zu Hause hast, köpfen kannst. Und dann hat er noch diese Mount-Schablone, diesen Rahmen. Du kaufst einen Prozessor und damit du vernünftige Temperaturen kriegst, musst du den köpfen. Und dir einen Adapter kaufen, dass du deine Wasserkühlung draufschrauben kannst? Wie beschissen ist das? Hoffen wir mal, die Grafikkarten besser werden. Ja, wir brauchen auf jeden Fall Konkurrenzkampf. Weil wenn AMD jetzt so abscheißt, kann Intel mit den Preisen machen, was sie will. Und wenn sie sehen, dass sich zu 70% Intel verkauft und zu 30% nur AMD, kann Intel die Preise schon anheben. Leber verkaufen. Ja, meine Leber will keiner mehr haben, glaub mal dran. Neue Kategorie, wofür brauchen sie einen Kredit? Haus, Auto, Grafikkarte, ja. Ja, ist gefotoshoppt, klare Sache. Ihr, vor allen Dingen, die Grafikkarte, guckt mal eben hier, macht diesen, nee, für euch macht diesen. Und oben die Wasserkühlung macht diesen. Leichte Krümmung, wichtig und richtig für guten Airflow, genau. Dass die nicht einfach nur das Gehäusebild nehmen, ich verstehe es nicht. Nee, du siehst das Kabel nun nicht, die haben das Kabel, also der Schlauch ist schon da. WLAN-AIO ist es tatsächlich nicht. WLAN-AIO macht Hightech gerne. 3200 MHz RAM. DDR4, da kann man auch mal klatschen. Captiva Ultimate RN70004 Windows 11 Home Gaming PC mit Ryzen 5 Prozessor 16 Gig 40 no für 3,5. Alter! Ey Leute, also jetzt mal ganz im Ernst. 2940, hier steht jetzt 3,5. 2940. Man kann doch nicht an 5600X mit der 4090 packen. Nein, sollte man lassen. 16 GB, 3200 MHz DDR4. Wie immer wissen wir nicht, was drin ist. Ihr könnt bei Mediamarkt sogar in den Laden gehen. Und fragen, was drin ist und ob sie euch die Seitenscheibe aufmachen, wenn Blech drauf ist. Machen die nicht. Ich habe letztes Mal gefragt, machen die nicht. Ich habe gesagt, könnten sie mal die Seitenwand abnehmen, dass ich mal reingucken kann, was drin ist. Nee. Aber wie die mich da behandelt haben, fand ich halt für den Arsch. Ich bin da nicht hingegangen. Hallo, ich bin Herr PC-Check, ich würde gerne gucken. Ich habe mich als Kunde identifiziert. Ich würde gerne in diesen PC mal reingucken. 1 TB SSD, Mainboard B550, 850 Watt Netzteil, aber auch nicht welche. Würde ich nie kaufen, sowas. Nie im Leben. Welche sind deine heiligen Heats? Deine Lieblingsheats? Tatsächlich aktuell Menthol. Also Menthol und Sienna. Wieder unser Lieblingsformat heute hier, oder? CPU, Ryzen 5 Prozessor. Toll, man weiß nicht, was man kriegt. Ich kriege 5500 XT 8 GB, 16 GB DDR4, 240 GB M.2, 750 GB HDD. Windows 10. Für 600 Flocken. Die haben doch alle einen an der Latte, oder? So, nächste.
Hier vorne so ein Sixpack Getränke, da oben ein Stück Teppich und da unten einfach zwei Schuhe. Ein Ryzen 3 3200G mit Vega 8 Grafik. Eine 1000 GB M.2 und 3000 MHz RAM. Und das ist jetzt ärgerlich, weil gerade der Ryzen mit dem G dahinter übelst profitiert von einer höheren Megahertzzahl des RAMs. Für 750 Flocken ohne Grafikkarte. Meistens ist es so, dass die Frau dann sagt, das Ding muss weg. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht gibt es morgen noch mal einen Stream und dann wieder ein Giveaway. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.